Mein Name ist Martin Linge-Bohm, Architekt seit 20 Jahren, seit 4 Jahren bei der Vilo SE, Vice President für Corporate Real Estate Management, also die Bauabteilung. Die Dortmunder kennen uns als Teil der Zufahrt Richtung Hörde, über mehrere Jahre, Jahrzehnte, seit den 60ern hier gewachsen mit verschiedenen Anbauten. Hat sich Vilo hier entwickelt entlang der Nordkirchenstraße. Das wird sich komplett ändern. Auch die Nordkirchenstraße wird einen neuen Ort bekommen. Wir verlegen hier eine Straße, bekommen einen abgeschlossenen Campus für unser Werk, für Office, für Produktion, für Logistik, für unsere Kundenerfahrung. Alles auf einer Fläche mit einem zentralen Platz. Alles aus einem Guss, in einer Architektursprache, in einer Fassadensprache. Ich habe schon eine Reihe von Baumaßnahmen im Ruhrgebiet begleitet. Wir kennen das Thema der Bergbauschäden, der Bergsenkungen. In der Masse, wie es hier auftritt, ist das besonders. Über 20.000 Mal haben wir in den Boden gebohrt, den Boden verbessert, um ihn tragfähig zu machen. Das an sich wussten wir aber vorher, es ist nur mühsam. Dass wir dabei aber mehr als 8 Blindgänger finden aus dem Zweiten Weltkrieg, die entschärft werden müssen, das ist eine Besonderheit. Das haben wir uns so nicht ausgemalt, das haben sich auch unsere Anwohner und die Stadt Dortmund, glaube ich, anders erhofft. Aber auch das haben wir geschafft. Wir vernetzen das Gebäude mit den Maschinen. Wir vernetzen die Arbeitsplätze mit der Gebäudehülle, mit der Gebäudeautomation, aber wir tun einen Schritt mehr. Wir vernetzen uns auch mit unserer Umgebung. Wir vernetzen uns mit den Verkehrsträgern, wir vernetzen uns mit den Versorgungsträgern. Die hereinkommende und die gewonnene Energie hier am Standort, die wird bilanziert. Die Wassertechnik ist komplett vernetzt, sodass wir mit allen Infrastrukturträgern in unserer Umgebung, in diesem kleinen Stadtteil, ein Netzwerk bilden und damit nicht nur Synergien heben, sondern uns gegenseitig verschiedene Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir werden pünktlich am 8.8. fertig, dann wird diese Halle hier übergeben, zusammen mit den Randgebäuden. Übergabe heißt, wir sind technisch-baulich fertig. Die Halle wird dann sukzessive bezogen. Wir haben neue Maschinen geordert, die werden hier aufgestellt, in Betrieb genommen und wir werden dann scheibenweise mit den verschiedenen Produktionseinheiten hier rüberziehen und Ende des Jahres hier in Betrieb gehen.